Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Sascha. Der Golf ist fertig. Wir machen heute mal so ein kleines Problemvideo, weil so ein Umbau ist natürlich nicht ganz so einfach. Ist halt so. Den Motor da rein hat wie lange gedauert? Ja, das ging schnell. Motor raus, 1,5 Stunden. Motor rein, prinzipiell weniger Zeit. Ne? Mhm. Dann halt Kleinigkeiten anschließen. Was ich immer wieder liebend gern sage, VW Baukastenprinzip. Ne? Mhm. Das ist eigentlich ganz okay, aber diese restlichen Sachen wie Elektronik, dann gibt es noch ein paar Schweißarbeiten, Steuergerät, Riesensache. Mhm. Ja, und TÜV-Komfort alles kriegen. Ne? Genau. Und da sind wir schon bei zum Beispiel Problem Nummer 1. Und zwar haben wir ja gesagt, wir fahren das Dieselgetriebe. Das Dieselgetriebe geht aber mit dem TÜV nicht. Haben viele von euch auch in den Kommentaren geschrieben. Habe ich, weil ich ja halt keine Ahnung habe, gar nicht drüber nachgedacht. Da ist jetzt das Getriebe von? Vom Clubsport drin, der Frontantrieb. Genau, von Clubsport Frontantrieb drin. Habe ich zum Glück 1:1 tauschen können gegen mein Dieselgetriebe. Das heißt, hatte auch keine Mehrkosten. Das war hier mal schon mal positiv für mich. Ja. Was gab es noch für Probleme? Probleme? Das größte Problem machen wir zum Schluss. Ja, gut, ich hatte noch ein paar kleine Probleme, wie ich das in dem Elektrik-Video schon mal angesprochen hatte. Man hat halt viele Kabel und viele Relaissteuerungen wegen der Riesenüberwachung, wegen Abgasvorbereitungen, wegen Kühlzeitsteuergeräten, die alle noch dazwischen liegen und man dem Bordnetzsteuergerät ja auch dem vorderen Sicherungskasten sagen muss, was jetzt da ist und was du nachher bist, dass da einige Kabel noch dazugekommen sind, dann viele Kabel weggefallen sind. War ein bisschen aufwendiger, als wenn ich jetzt diese Fünfzylinder mache oder Benzin auf Benzin umbaue. Ne? Ja, rein theoretisch ist das kein Problem, weil man hätte es auch anders lösen können, aber wir haben ja gesagt, wir übernehmen den Tank. Das haben wir nicht getan, das haben wir, weil wir nicht fuschen wollten. Oder ihr? Also ich würde es nicht fuschen nennen. Ne? Prinzipiell würde ich es echt nicht fuschen nennen, weil man hätte den Tank, den Dieseltank, der da drin ist, der hat die ganzen Vorbereitungen für die verschiedenen Ventile da. Mhm. Die Vorbereitung Warum braucht da. Man denn diese Ventile? Beim Diesel hast du eher weniger mit Ausgasen, sondern beim Benziner. Wenn Benziner ausgast, musst du einen Aktivkohlebehälter dabei haben. Der Motor muss es während der Fahrt auch mitverarbeiten können. Wir haben uns das aber jetzt einfacher gemacht. Wir haben mit Glück einen sehr günstigen, guten Benzinertank für den Golf 7 bekommen und dazu auch noch die passende Kraftstoffpumpe dabei gehabt. Perfekt. Einfach umstecken. Ja. Ne? Tank drunter wegbauen, Tank drunter. Alles Aktivkohlematerial war dabei gewesen. Einfach konnte es von der Zeit her nicht sein. Wenn ich jetzt überlege, wenn ich am Dieseltank jetzt so ein bisschen rumgemacht hätte, dann wärst du auch dabei gewesen bei der Zeit, was wir vielleicht nachher an Geld ausgegeben haben. Ne? Ja, und da wäre auch noch das Problem gewesen, ist das dann wirklich hundertprozentig dicht? Ja. Ne, wenn man da dann anfängt, da sind zwar die Vorbereitungen da, aber du musst da halt dann Löcher machen. Genau, ab Werk werden sie ja heiß verschmolzen, angeschweißt nenne ich das jetzt. Das Verfahren kann ich jetzt nicht genau wiedergeben, aber um es einfach zu erklären, ne? Haben wir die Möglichkeit nicht so. Dann würden wir mit Schraubsystemen arbeiten, mit Dichtung und so weiter und so fort. Was auch in Ordnung ist, was auch funktioniert. Aber wie gesagt, das war jetzt die einfachste und schnellste Lösung für uns. Okay. Aber TÜV, so wie er jetzt da steht, hat er komplett. Ja, voll TÜV ist es alles eingetragen. Der Motor ist eingetragen, die Leistung ist eingetragen. Also das Motorpaket ging ja nur mit Zusammenhang Clubsportgetriebe einzutragen. Mhm. Darum haben wir es ja getauscht. Also hatten wir ja eben schon drüber gesprochen. Deine restlichen Sachen am Auto sind auch eingetragen, wie Fahrwerk, Felgen, Kotflügel. Das ist alles mit drin.
alles eingetragen. Eine Sache hätte fast die Eintragung zum Scheitern gebracht. Und das war ja auch rein theoretisch das größte Problem. Genau. Welches war das? Also, beim TÜV ist es so, dass er mit einem OBD-Tester nochmal die Steuergeräte abfragen muss. Mhm. So. Und also der TÜV-Prüfer jetzt? Der TÜV-Prüfer selber. Der macht das einfach, um sich auch abzusichern, dass alle Sachen auch zusammenarbeiten, dass man nicht einfach eine Kontrollleuchte ausgemacht hat oder sonstiges. Mhm. Ne? Gibt's. Ja, früher konnte man die ja einfach noch ausknipsen. Ja, genau. Als wäre es gar nicht da. Aber dieses Auto hat nun mal ABS, ESP, Fahrhilfen, Geschwindigkeitsregelanlage. Die ganzen Sachen müssen fehlerfrei zusammenarbeiten. Wenn sie nicht fehlerfrei zusammenarbeiten, hast du einen Fehler drin, dann passt die Kommunikation nicht. Mhm. Ne? Das war das größte Problem, das Steuergerät, Analrad Golf 7, DSG-Steuergerät umzuschreiben auf Schalter und Frontantrieb. Ja. Das funktioniert, die meisten denken, ja, da schreibt man jetzt einfach eine Klugschwort-Software drauf. Muss ich mal ganz kurz unterbrechen, Entschuldigung. Den R gab es nicht als Schalter? Nö. Würde ich jetzt auch so, nö, behaupten. Also ihr könnt das gerne in den Kommentaren berichtigen, aber ich glaube, gab es nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es den nur als DSG gab. Mhm. Genau. Okay. Weiter? Ja, genau, so stehen geblieben. Genau, das Motorsteuergerät. Man muss dem Motorsteuergerät sagen, was es ist und wofür es nachher da sein soll. Genauso müssen die Steuergeräte im Innenraum auch mit dem Motorsteuergerät das kommunizieren. Mhm. Und man hätte sich nicht einfach machen können, indem man einfach nur eine Clubsport-Software draufschreibt. Das funktioniert nicht. Okay. Das ist einfach nicht möglich. Man muss aus... Ich kann da gar nicht so tief in die Materie gehen, weil, wie gesagt, MTR hat das gemacht und MTR ist in dem Gebiet auch Spezialist für uns. Ne? Da nochmal großes Dankeschön, dass selbst in der Nacht sich noch hingesetzt wird, um da der Problematik auf den Grund zu gehen quasi. Genau, also MTR hat das Motorsteuergerät inklusive Codierung, Datensatz, der da drauf ist, der natürlich Serie ist, aber halt zusammengebaut aus den verschiedenen Autobauteilen, den du brauchst, ne, um dass das Steuergerät fehlerfrei laufen kann. Es ist alles fehlerfrei und fertig. Perfekt. Und das war halt der Grund, weil die Lampe hat geleuchtet und deswegen hätte es fast keinen TÜV gegeben. Genau, die Geschwindigkeitsregellampe zum Beispiel hat auch geleuchtet. Na, das wär ein Grund gewesen, dass das Auto keinen TÜV kriegt. Mhm. Wenn die Geschwindigkeitsregelanlage sagt, der Radar funktioniert vorne nicht, kein TÜV. Mhm. Radar ist ja vorne in einem VW-Zeichen hier. Ist das hintergebaut? Ja. Gab es sonst noch irgendwelche Probleme, sag ich mal? Oder Sachen, wo man zweimal drüber nachdenken musste, weil es das Auto halt so, wie es hier steht, nicht gibt? Wir hatten uns erst Gedanken über den Tacho gemacht, aber das konnten wir ganz einfach lösen. Das hat super funktioniert. Tacho deswegen, weil du hast ja beim Diesel, also 4,5? Bis 5 geht's, glaube ich. Bis 5 und jetzt? Jetzt sind wir bis 8,5, glaube ich. 8,5. Ja. Okay. Drehen wir können es noch mal kurz zeigen. Steckt der Schlüssel? Sollte, ja. So, ich muss hier mal die Tür zumachen, Vorsicht. Tada. Ist jetzt. Ne, das funktioniert also schon mal. Sehr gut. Oh, das fühlt sich unwahrscheinlich schön an, hier drinnen zu sitzen. Ne? Nach ein paar Wochen, wo man nicht weiß, was mit dem Auto passiert. Genau. Eigentlich, man weiß, was reinkommt, aber wie es sich nachher anfühlen wird. Ne? Ja. Müsste, glaube ich, auf der Probefahrt auch noch. Ja. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze fährt. Ihr könnt ja einfach mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Also ich nehme mal was auf und je nachdem, was unten in den Kommentaren steht, lade ich es hoch oder nicht. Das nächste Video, was ihr sehen werdet, da sprechen wir über die Kosten. Weil das interessiert euch, glaube ich, am allermeisten, was die Kosten für dieses komplette Projekt waren. Darauf gehen wir, machen wir ein extra Video zu. Das wird das nächste Video sein, was ihr zu sehen bekommt am Mittwoch. Vergesst nicht zu abonnieren. Danke fürs Zusehen. Danke an Sascha bis hierhin, den sympathischen Schrauber, so wie ihr es ja unter den Videos geschrieben habt. Ja, danke SAR, danke allen. Danke MTR Performance. Wirklich, wirklich. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich glaube, ohne diesen Mann hätte es dieses Projekt nicht gegeben, weil er, ja. Es hätte es vielleicht gegeben, es wäre gefahren, aber es wäre nicht lückenlos gewesen und fehlerfrei. Nicht eintragbar aufgrund der Fehlermeldung und so weiter und so fort.
Ich werde, der Wagen hat ja jetzt gerade noch Seriensoftware, ich werde zum Marcel auch noch hinfahren, das weiß er nur noch nicht, und Software drauf machen lassen, um ein bisschen mehr Leistung, ist ja klar. Wusste ich ja vorher schon, dass da auf jeden Fall Software drauf kommt. Telefon. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Wusste ich ja vorher schon, ne? Das heißt, dann stellen wir das Ding auch nochmal auf den Prüfstand und so weiter, kriegt ihr alles zu sehen. Ja, nochmal danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja.